Also irgendwas haut hier nicht richtig hin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Randall's Monday mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich hoffe, das klappt hier alles. Also ich musste ja meinen Computer neu installieren, weil ein bestimmtes Tool Probleme machte und ich bestimmte Spiele, die wir auch gerade aufnehmen, nicht spielen konnte. So, und jetzt zeigt Action mir hier gerade 340 Frames an. Per Second, das ist alles, vor hat es immer konstant 60 angezeigt, wenn ich aufgenommen habe. Die Aufnahmedatei ist aber dementsprechend, da habe ich schon mal nachgeschaut. Da steht dann immer 60 Frames und dann ist alles gut. Hoffe ich. So, dann reden wir mal mit Mortimer. Wir sind ja in der letzten Folge hier im Knast gelandet, hier hinter Buttel Charlie in den Ausgang. Wir haben zwei Kissenbezüge. Ich muss husten. Und Mortimer hat sich sein Fenster vernagelt. Warum? Morty? Bist du das? Ja. Was machst du hier? Ich suche Han Solo. Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, schh. Sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Ja, genau. So, dann gehen wir mal. Ach, wartet mal, kann ich hier noch was gucken? Morty, bist du das? So, was haben wir hier? Bruno? Der sieht echt entspannt aus. Der sieht echt entspannt aus. Der auch? Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Nee. Betten? Keine Zeit für ein Nickerchen. Ja doch. Kissen ohne Bezug? Kissen ohne Bezug. Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Geil. Das nehmen wir natürlich. Ich habe ja nichts mehr im Inventar. Wir haben ja jetzt nur noch... Inventar! Das Bandmaß gerettet. Zwei Kissenbezüge. Kätzchen töten! Ich will Kätzchen töten. Guck mal, hier steht dann alles drin. Kätzchen töten. Kätzchen töten. Gang A. Ah ja. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Mhm. Die Typen lassen mich nicht einfach so durch. Na gut, Buchs, die Schwestern. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Frischen Fisch? Ich, mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Ja. Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja klar, Junge, du bist der Protagonist. Im Traum vielleicht. Auch wenn das für dich eher Albträume sein werden, hoffe ich jedenfalls. Ey. Ich wollte in die Bibliothek. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Vergiss es. Wir erfreuen uns sehr an deiner Anwesenheit. Komm doch mal ein Stück näher. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt. Oh, aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst, musst du erst unsere Liebe empfangen. Oh Gott. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal härter. Oh Gott. Na dann, ich mach mich mal auf die Socken. Ich glaub, das ist gesünder. Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Würdest zu uns passen. Okay, was hört man denn so? Entspann dich! Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Weißt du, man braucht Freunde hier drin.
Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung um freie Freundschaftsstellen annehmen. Komm schon, zier dich nicht so. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit waschen? Komm rüber und ich zeig's dir. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lass es also. Ich hau mal lieber ab. Ja. Kluge Entscheidung. Finde ich auch. Komm, komm, Randall, wir gehen hier lang. Da lang. Krank. Ah. Was ist denn das da? Hä? Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Wir haben doch... Ah, das hat ein Loch. Mal gucken. Geht nicht. Da ist ein Loch im Glas. Ja, ich weiß. Ich hätte ja sein können. Warum geht denn das nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Eine Waschmitteltablette. Kann ich die da reintun? Lieber nicht. Kann ich das Glas... Dafür nein. Ist das nicht. Ja, doch. Dafür... Ich denke nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Na gut, ich kann noch nichts machen. Mir fehlen noch Dinge. Komm, weiter. Schale wollen wir mal nicht. Hier kann ich nicht hin. Ich kann nur nach Gang B. Ach, wen haben wir denn da? Unseren Duschraum? Momentan dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Eine Katze? Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr bald darauf. Oh, geil. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Oh, Entschuldigung. Die Katze ist echt zum Gruseln. Der berüchtigte Duschraum. Hier geht's auch weiter zum Hof. Reden wir mal. Hey, Mary. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Ah, es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Jaha. Wenn du Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drinnen können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Ja, ja. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Mary. Nicht zu danken. Mary? Ja? Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Ist es nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Ja, finde ich auch. Ganz ehrlich? Ja, aber Dienst ist Dienst. Dürfen Sie denn nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Aha. Verstehe. Ich lasse ihn mal arbeiten. Oh. Lieber nicht. Dafür ist das nicht. Warte mal. Warte. Das Waschbecken ist wirklich winzig, passt nicht. Warte mal. Ich glaube, der hat nichts an. Mal gucken, können wir mal was hier mehr... Das gebe ich nicht weg. Ach so, vielleicht brauchen wir das nachher, um eine schlafende Person nachzubauen oder so, wenn wir aus dem Knast fliehen. Das kennt man ja aus Filmen. So, gehen wir mal runter in den Hof.
Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Hä? Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Ach so. Naja, Neuer klingt besser als Alter. Ja, ich bin Neuer. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Ach, das ist... Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Ja, frag ich mich auch ja grad. Du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Warum bin ich hier? Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Ich krieg eine Gänsehaut. Wo denn? Was habe ich denn nun gemacht? Hey, hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackten Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. Ich habe so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ich habe so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauche Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen, aber du kriegst es erst morgen. Scheiße, das geht nicht. Tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Oh nein! Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Ja. Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay, aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund, oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Was können wir hier noch machen? Ich bin doch kein scheiß Wachtposten. Der schmatzt. Hör auf so schmatzen, Sleazy. Der Dieb ist auch hier. Wow. Du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar. Ich meine... Nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Weißt du, der Typ, den du immer beklaut hast? Ich meine, den du immer beliefert hast. Ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Wieso? Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Schäferlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Sag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Was gibt's, Neuer? Hat er mich nur gefragt, ob... Ach nee, ist wohl eh nichts für dich. Was Spuck's denn? Schon aus, du Pisser. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren, genau. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und... Naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen?
gegenseitig helfen. Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, hab ich noch nicht. Weil der geheim ist. Siehste. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Tja, das ist höllisch kompliziert, das raffst du eh nicht. Wir brauchen Frauenklamotten. Tja, ist höllisch kompliziert, das raffst du eh nicht. Erzähl keinen Scheiß. Ich war 5 Jahre in Harvard und Yale und keiner hat mich dabei erwischt. Also nenn mich nicht blöde. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Also, der Plan ist folgender. Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Ja. Genau. Okay, Neuer, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los, ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Aha. Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Ja. Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. So, der wartet erstmal an der Tür. Wir gucken uns erstmal. Gefangene, Gefangene und noch mehr Gefangene. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Was geht ab, Breifresse? Hey, das ist kein Brei und ich hab auch einen Namen. Ein bisschen Respekt hier, Grünschnabel. Und wie heißt du? Das sage ich dir nicht. Lass mich einfach in Ruhe weiter essen. Wie ist der Fraß? Arschloch, ich sag doch, das ist kein Fraß. Das ist, naja, Essen halt. Okay, aber da steckt was in deinem Essen. Sieh mal, es bewegt sich. Extra Portion Proteine. Da steht ein Riesentyp hinter dir, der sieht gar nicht erfreut aus. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Scheiße. Ich hab's vergeigt. Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht. Warte mal, können wir nochmal? Da steht ein Riesentyp hinter dir. Ich krieg... Sieh dir den Typen an. Nee, das geht nicht. Ich dachte, ich kann das Essen klauen, aber das reicht nicht. Wir gehen mal weiter auf den Hof. Oh, Hinterhof. Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und ihn nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Okay. Wer erzählt denn hier? Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen. Stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Bin ich stimmt auch. Das? Wenn mir das das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA-Weitspuck-Wettbewerb. Was? Komm schon. Zeig, was du drauf hast.
Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, spuck! Okay, los geht's. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay, wenn's sein muss. Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester und ja und meine besser. Oma auch. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Der Alte muss aufpassen, die dir Zähne fehlt nicht mit rausfliegen. Dir fehlt das nötige etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Ja, und wo? Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Oh, das war nicht so gut. Gefangener? Vertreter, den kennen wir doch. Was macht denn der hier? Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja, ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Hm, klingt toll. Tja, naja, ich brachte einen armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen, aber... Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns, ganz so war's nicht. Weißt du, die Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Seine Krawatte verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Was hältst du von dem Laden hier? Tja, gar nicht so übel, wenn man sich etwas eingelebt hat. Erst ist es ziemlich hart. Die Neulinge haben's am schwersten. Was du nicht sagst. Ja. Irgendwann vergessen sie dich. Kleiner Tipp, verhalt dich einfach unauffällig. Aha. Verstehe. Weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich scheine ja schon einen gewissen Ruf hier drin zu haben. Ja. Stimmt. Die Leute erzählen üble Sachen. Ja, ich habe eben auf die Uhr geschaut. Ich werde in der nächsten Folge mal weiterfragen, was das für Sachen sind. Und dann bin ich ja mal gespannt, was wir hier noch so herausfinden. Wir sind im Knast. Okay, ich danke fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!